In diesem Video geht es um die Bedeutungsebenen der Ausdrucksbedeutung, der Äußerungsbedeutung und dem kommunikativen Sinn. Gegenstandsbereich der Semantik und Pragmatik ist die Frage nach der Bedeutung von Ausdrücken und Äußerungen. Bedeutung lässt sich in mehrere Ebenen aufteilen. Die erste Ebene, die Ausdrucksbedeutung, bezeichnet die Bedeutung eines einfachen oder zusammengesetzten Ausdrucks für sich genommen. Alle Ausdrücke besitzen eine feste Bedeutungsebene. Die Bedeutungsebene lexikalischer Ausdrücke wie Lexeme und idiomatische Wendungen ist Teil des lexikalischen Eintrags für diesen Ausdruck. Die Ausdrucksbedeutung eines Satzes, die Satzbedeutung, ergibt sich aus der lexikalischen Bedeutung seiner Bestandteile und seinem syntaktischen Aufbau. Diese Ebene ist die Basis für die zweite Ebene. Die Äußerungsbedeutung ist die Bedeutung, die ein Ausdruck in einem gegebenen Äußerungskontext erhält. Die letzte Ebene, der kommunikative Sinn, ist die Bedeutung einer Äußerung in einer gegebenen sozialen Konstellation. Hier fragen wir nach der Absicht, der Intention einer Äußerung. Diese lässt sich erst auf der Basis der Äußerungsbedeutung bestimmen. So lassen sich die Bedeutungsebenen auch darstellen. Die Ausdrucksbedeutung ist die losgelöste Bedeutung unabhängig vom Kontext. Sie ist Gegenstand der Semantik. Nehmen wir den Kontext dazu, können wir die Äußerungsbedeutung bestimmen. Sie ist Gegenstand der Pragmatik. Die Äußerungsbedeutung ist die Basis für die letzte Bedeutungsebene. Durch den sozialen Interaktionsrahmen lässt sich nach der Absicht einer Äußerung fragen. So erhalten wir den kommunikativen Sinn. Diese Bedeutungsebene ist ebenfalls Gegenstand der Pragmatik. Eine zentrale Theorie, die nach dem kommunikativen Sinn von Aussagen fragt, ist die Sprechakttheorie. Schauen wir uns das einmal an einem Beispiel an. Da steht ein Bulle. Auf Ebene der Ausdrucksbedeutung fragen wir also nach der Bedeutung des komplexen Ausdrucks unabhängig vom Kontext. Dazu bestimmen wir die lexikalische Bedeutung der einzelnen Bestandteile. Wir haben hier steht. Steht ist ein Vollverb. Es trägt die Bedeutung, sich in aufrechter Körperhaltung befinden und ist im Präsens, das heißt, es hat einen Gegenwartsbezug. Und wir haben Bulle. Es ist ein maskulines Nomen und trägt die Bedeutung geschlechtsreifes männliches Rind. Beide Begriffe sind sogenannte Inhaltswörter, das heißt, sie tragen eine eigenständige Bedeutung. Außerdem sind da noch da. Da referiert auf einen Ort. Wo genau das ist, bleibt aber offen. Und ein. Ein ist der Artikel zu Bulle. Er ist unbestimmt und es ist egal, welcher Bulle genau gemeint ist. Alternativ kann dieses Wort auch abwertend für einen Polizeibeamter benutzt werden. Dabei handelt es sich um Funktionswörter, die keine eigenständige, kontextunabhängige Bedeutung tragen. Eine Bedeutung des gesamten Satzes ist also: Zu der Zeit, in der diese Äußerung erfolgt, steht ein unbestimmtes männliches Rind an einem Ort, der aus Sicht der oder des Sprechenden sichtbar ist. Eine alternative Bedeutung des Satzes ist: Zu der Zeit, in der diese Äußerung erfolgt, steht ein unbestimmter Polizeibeamter an einem Ort, der aus Sicht der oder des Sprechenden sichtbar ist. Offen bleibt, wer angesprochen wird, wer der oder die Sprecherin ist, in welcher Zeit das stattfindet, ob es sich um ein Rind oder einen Polizisten handelt und welcher bzw. welches konkret gemeint ist. Das erfahren wir erst, wenn der Satz in einem konkreten Kontext geäußert wird und die Referenz festgelegt wird. Die Äußerungsbedeutung hängt ab von der Sprecherin bzw. dem Sprecher, der Adressatin oder dem Adressaten, dem Zeitpunkt und dem Ort der Äußerung. Stellen wir uns also folgende fiktive Situation vor. Steffi und Peter wollen am späten Abend vom Studierendenheim ein Fahrrad klauen.
Plötzlich sagt Steffi zu Peter, da steht ein Bulle, und zeigt auf einen Polizisten auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Aus diesem Kontext ergeben sich folgende Referenzen. Mit Bulle ist ein Polizist gemeint. Da bedeutet, besagter Polizist steht auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Durch diesen Ausdruck zeigt die Sprecherin Steffi sprachlich auf einen bestimmten Ort. Der Satz bedeutet in diesem Kontext also in etwa, auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht ein Polizist. In einem anderen Kontext hätte der Satz womöglich eine andere Bedeutung, zum Beispiel, wenn Steffi und Peter auf der Weide stehen. Schließlich fragen wir auf der letzten Bedeutungsebene danach, welche Absicht die Sprecherin Steffi in dieser sozialen Konstellation mit dieser Äußerung verfolgt. Indem sie den Satz äußert, vollzieht sie eine Handlung. Sie befindet sich mit dem Adressaten Peter gerade dabei, ein Fahrrad klauen zu wollen. Indem sie Peter jetzt auf den Polizisten aufmerksam macht, spricht sie eine Warnung aus. Möglicherweise sind sie im Blickfeld des Polizisten und könnten beim Diebstahl beobachtet werden. Zugleich könnte sie ihn mit ihrer Aussage auffordern, von dem geplanten Diebstahl abzusehen, um nicht erwischt zu werden. Auch hier gilt, in einem anderen Kontext hätte die Aussage eine andere Absicht.